Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder da mit einem neuen Video. Ich war ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht auf YouTube. Ich musste erstmal meine Prüfungen über mich ergehen lassen und schaffen. Und deswegen, das ist jetzt alles erstmal durch. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und dann zeige ich euch doch einfach mal, was ich vor einer Woche, glaube ich, beim Teddy gekauft habe. Also erstmal diese kleinen Döschen. Da gibt es ja jetzt so eine neue Verpackung von. Die haben jetzt 1 Euro gekostet. Die sind ganz gut für Glitzersteine und sowas. Dann habe ich wunderschöne neue Sticker gefunden. Die haben auch 1 Euro gekostet. Und das sind so Papiersticker mit verschiedenen Blumen, Früchten. Also die mussten mit. Auch wenn ich 1 Euro ganz schön teuer finde. Wenn man so verwöhnt ist vom Action. Dann nochmal Blüten, ein Pilz. Genau, die fand ich wirklich sehr schön. Da gab es auch noch Tiere von, die habe ich nicht mitgenommen. Dann New York Sticker. Wir waren ja in New York und da würde ich gerne mal noch irgendwann ein Album machen, wenn die Zeit da ist. Und da habe ich gedacht, da müssen die mit. Dann habe ich in dieser Wühlkiste, da suche ich gerne. Und da habe ich für 10 Cent die Karte gefunden. Ich weiß, Weihnachten ist noch ein bisschen hin und jetzt soll es erstmal warm bleiben, aber Weihnachten kommt immer wieder. Dann habe ich mir so ein Hand-Lettering-Set gekauft. Das hat mal 6 Euro gekostet, dann war es auf 2 Euro reduziert und dann auf 50 Cent. Und es sollen drin sein ein Lineal, 3 Feinliner, ein Bleistift, Karten, 4 Stück glaube ich. 4 Umschläge und so ein Heft. So, und dann habe ich natürlich da reingeguckt. Mein Freund sagte vorher noch, ach, lass es liegen. Weil wenn das von 6 Euro auf 2 Euro und dann auf 50 Cent hat, er gesagt, naja, das kann nicht sein. Und so wie man ist, ja, hört man ja nicht darauf. Und dann habe ich es ausgepackt im Auto. Und dann, also das Lineal war dabei, finde ich ganz gut. Ein Stift war dabei, der Bleistift. 2 Karten, nee, eine Karte sogar. Und die hat hier schon so ein schönes Knickohr. Also von der Qualität auch sehr schön. Und dann halt hier 4 Umschläge. Schon ein bisschen demoliert. Und halt so eine Aufzeichnungen, wie ich schreiben kann zum Üben. Da sind 3, 4 Stück drin. Okay, da war ich dann so ein bisschen enttäuscht. Aber dann habe ich gedacht, gut, für 50 Cent hast du einen Stift. Ein Bleistift und ein Lineal, einwandfrei. Ja, man muss da wirklich vielleicht mal reingucken dann oder es wirklich liegen lassen. Dann muss ich euch zeigen, ich stehe nicht so auf diese Sachen. Ich zeige euch mal die Verpackung. Kugelschreiber in Tierform. Da habe ich erst gedacht, ach, ich bin nicht so, dass ich sowas habe. Also ich habe hier mal sowas von der Sakura-Box vielleicht, aber das war es dann auch. Aber für 60 Cent habe ich gedacht, nee, den musst du sofort mitnehmen. Und hier ist er. Er steht. Hier unten ist der Kuli. Und er sieht einfach nur mega geil aus. Meine Freunde haben mich deswegen schon ausgelacht, warum ich so einen Scheiß kaufe. Aber wenn der hier dann so auf dem Schreibtisch steht, ich finde den einfach traumhaft schön. Dann habe ich in einem anderen Teddy noch gesehen. Also da bin ich ja aus allen Wolken gefallen. Erstmal noch das Normale, sage ich mal. Hier habe ich einen schönen Designblock gefunden. Der hat 2 Euro gekostet. Und also ich muss sagen, sag doch mal, Designblöcke, so jetzt habe ich es, haben sie derzeit schöne bei Teddy. Aber die sind wirklich, wenn man es jetzt mit Action vergleicht, teuer. Also der kleine kostet hier 2 Euro, da kriege ich im Action schon so einen großen. Aber den fand ich schön und da habe ich gedacht, naja. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, in welcher Einkaufsstimmung man gerade ist. Ob man sagt, ach komm, heute haust du mal einen raus. Oder du sagst, nee, aufs Geld ein bisschen achten. Und da war es halt, ach los, Feuer mal raus. So, und dann habe ich ja gedacht, ich werde nicht mehr. Kawaii bei Teddy. Ich zeige euch mal den Block. Der hat jetzt 1,50 Euro gekostet. Und es sind einfach mal
Gebäck, Süßigkeiten, Obst, Gemüse mit Augen. Also so richtig Kawaii-Stil. Ich hoffe, das blendet hier nicht so dolle. Ja, die sind erstmal normal. Die fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Und dann geht's los. Also für alle, die auf Kawaii stehen, guckt beim Teddy. Und ich sag mal, für 1,50 Euro ist das jetzt auch ganz okay. Die fand ich auch ganz niedlich, die Zuckerwatte da oben. Eis, also so richtig Kawaii-Stil. Ich bin nicht so ein Kawaii-Fan. Also ich bin da mehr Disney-Fan, aber da habe ich gedacht, ach los, irgendwann brauchst du das mal. Irgendwann. Und dann hast du es. Genau, die finde ich auch ganz niedlich hier, die drei. So, der war schon schön, fand ich. Und jetzt kommt es noch besser. Dann gab es noch diesen hier. Und da habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Und einmal Schleifen. Blumen, das sind dann immer so ein paar Blankoblätter noch mit drin. Und dann einfach mal dieser Hund. Echt niedlich. Dann dieser Hase. Ist das nicht zuckersüß? Gemischt. Den fand ich auch süß. Also ich muss sagen, wo ich die gesehen habe, habe ich gedacht, was? Und hier dieser Pinguin, ist der nicht traumhaft niedlich? Hier, wie er sich einfach mal freut. Ja, ganz niedlich. Also das ist wirklich sehr schönes Papier. Die werde ich mir wahrscheinlich auch einscannen, dass ich die irgendwann mal mit meinem Plotter ausplotten kann. Weil ich sag mal, sowas hier mal auf einer Karte oder allgemein im Notizbuch macht er sich traumhaft schön. So, das war mein Teddy-Haul. Jetzt drehe ich gleich noch ein Action-Haul ab und dann hoffen wir, dass ich jetzt ein paar mehr Videos drehen kann. Nach dem ganzen Stress. Also ich bin wirklich froh, dass das jetzt vorbei ist. Erstmal. Und dass man dann irgendwann mal das geschafft hat und ja, in den Beruf starten kann. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns demnächst. Tschüss!